Ich bin ehrlich, das regt mich gerade ein bisschen auf. Das regt mich gerade ein bisschen sehr auf, ey. Weil ich hätte echt gerne hier so einen Steintyp gehabt. Den hätte ich nämlich einfach nur als Nahkämpfer behalten. So, stattdessen habe ich jetzt 35, kann gar nichts machen. Meine Hülle ist komplett repariert. Ich kann ja auch nichts verkaufen. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Um Gottes Willen, den Raketenwerfer für 19. Das Ding kann ich auf keinen Fall verkaufen. Mann. Tja. Wenn man nicht aufpasst, ne? Dann passiert sowas. Gut, okay. Fliegen wir einfach weiter. War ja nicht der letzte Shop. Okay, ein Söldner. Aha. Der Söldner möchte, dass wir... Hä? Was möchte der von uns? Der möchte uns seinen Service anbieten anscheinend, ja? Ach so, ah, okay. Also der könnte entweder die Rebellenarmee verlangsamen oder er könnte den Sektor erkunden oder wir können das Schiff bekämpfen oder wir können sagen, wir brauchen ihn nicht. Wir bekämpfen das Schiff. So, wir schmeißen mal Artemis auch an. Ich weiß nicht, wie stark der Kollege ist, aber dürfte schon ein bisschen was drauf haben. Weiß auch gar nicht, was der hier da... Was hat der denn hier dabei? Was ist denn das? Kann ich sehen, was das ist, was der hier dabei hat? Nee. Schade. Hätte mich interessiert. Okay, wo schießen wir denn drauf? Also die Rakete soll erstmal... Wir lassen erstmal die Rakete schießen. Die Rakete soll erstmal die Schilde ausschalten. Das wäre perfekt, wenn das funktioniert. Ja. Optimal. Wir schießen direkt noch einen drauf. Okay, und die bieten uns wieder was an. Diesmal machen wir es aber auch nicht. Die bieten uns 3, 2, 17 an. Und wir werden jetzt mal sehen, was dabei rauskommt. Artemis können wir direkt deaktivieren. Und jetzt beschießen wir deren Waffensysteme. Haha, cool. Die kommen gar nicht bei uns durch. Okay, die Waffen sind außer Gefecht. Und jetzt, schön auf die Sauerstoffversorgung. Ne, die sind ja eh schon hinüber. Also, zwei Schüsse, dann war's das auch schon. 1128. Moment, wir hatten doch gerade, wie viel? Es waren doch 3, 2 irgendwas, oder? Also, ob das jetzt so klug ist immer mit dem Ablehnen, bin ich nicht sicher. Ich war der Meinung, ich hätte das mal irgendwo gelesen, dass man das einfach immer ablehnen sollte, weil das immer schlechter wäre. Aber ist es ja gar nicht gewesen. Ey, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich fliege nochmal zurück. 63, damit kann ich mir doch auf jeden Fall einen davon leisten. Ja, ich kann mir den Steintyp leisten. Apropos, was ist denn das hier eigentlich für einer? Soltan. Aha, okay. Ist auch cool, was der kann. Aber ich bin ehrlich gesagt eher an dem hier, weil der hat halt auch, hier oben steht es ja, ne, der ist halt immun gegen Feuer, was total genial ist. Der ist zwar langsam, aber hat mehr HP und ist halt voll der Prügeltyp. Ich möchte den haben. So, das war's. Perfekt. So, jetzt müssen wir aber wirklich flüchten. Da fliegen wir erstmal hin. Okay. Zwei bekämpfen sich hier. Wir könnten intervenieren. Ja, intervenieren wir mal. Ach so, hehehe. Wir könnten den hier bezahlen, aber das können wir nicht, weil wir zu wenig haben. Okay. Ach. Cool. Okay. Hat also nichts gebracht, aber auch nichts gekostet. Deswegen ist es schon okay. Den Typen platzieren wir jetzt einfach mittig im Schiff. Und zwar ganz blöd mit dem Hintergrund, dass er dann am schnellsten einfach überall hinkommt. Ja. Und ich will natürlich am ehesten hoffen, dass hier irgendwelche raufgebeamt werden, weil dann mache ich einfach tröd und dann war es das auch schon mit den Kollegen. So, wir speichern hier erstmal genau die Crew Positions. Wobei, vielleicht ist es auch intelligent, den trotzdem irgendwo zu lassen, wo er irgendwas machen kann. Weil dort, wo er jetzt ist, kann er ja wirklich nichts tun. Steht er einfach nur doof rum. Naja.
egal. Weiter geht's. Okay, gut. Ja, dann nicht. Hier gibt's irgendwas Spannendes. Ja, hier, hier, hier und dann Exit. Würde ich mal sagen. Ja, Giant Alien Spiders. Verstehe. Ja, dann... Ach, Moment. Die Crew zum Helfen. Oha. Ja. Nein. Wieso? Wieso habe ich darauf geklickt? Nein. Ach, Mann. Ist es jetzt ein Scherz? Ich habe ihn doch gerade... Ach, Mann, ey. Ah, regt mich das auf. Wieso? Es war so unsinnig. Er wurde von den Spinnen gekillt, oder was? Ach, jetzt attacke ich hier alle. Oh, der ist ganz schön stark. Der ist ganz schön stark. Oh, und der hat auch wieder so einen Teleporter. Nein, ey. Und das Schlimme daran ist, der hat so einen blöden Teleporter. Natürlich hat er einen Teleporter. Wie sollte es auch sonst sein? Uiuiui. Wie stark sind denn die Viecher? Wir werden es gleich in Erfahrung bringen. Okay, anscheinend stärker als meine Kollegen. Wow. Moment. Ach, verdammt, ich schieße die ganze Zeit gar nicht. Ich Idiot. Oh oh. Höhlenbruch? Was mache ich denn dagegen? Tja, was mache ich jetzt, ne? Halt! Du raus. Du rein. So, und Jungs, jetzt macht das Ding hier mal bitte... Klärt das jetzt hier mal. Oh, immer noch nicht? Euer Ernst? So, und als nächstes bitte hier... Ach komm, jetzt hau doch mal hier, hau den doch mal weg. Ist ja mehr als nervig. Ah, er hat's geschafft. Okay, erstmal muss der das Ding hier klären. Und der Höhlenbruch ist hier natürlich unschön. Perfekt, das Schiff ist hin. Super. Aber, was machen wir jetzt hier? Also, der verliert hier natürlich extrem Leben. Ist ja logisch. Schnell raus. Und hier müsste er jetzt eigentlich, hier müsste doch theoretisch jetzt... Ja, jetzt kommt da wieder Sauerstoff rein. Mann, das ist echt kein Spaß mit den Kollegen hier, ey. Wo ist mein Steintyp? Vor allem, der ist perfekt. Der ist immun gegen Feuer. Wunderbar. Nein, natürlich kommt er nicht zurück, weil die komischen Riesenspinnen ihn gekillt haben, oder was? Schwachsinn. So, hierhin oder hierhin? Ach, was dahin? Danger. So. Intruder. Ey, wollt ihr mich verkackeiern? Ja, direkt erstmal direkt instant Gegner an Bord. Ja, und auch noch zwei. Nee, ist klar, ne? Auch direkt erstmal zwei. Mann, ey. Das regt mich ein bisschen auf. Wir brauchen die Rakete. Du kannst erstmal auf die Waffensysteme schießen. Auch wirklich Doppelmiss. Hallo? 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 Hi. Moment. Oh, ich bin hier echt ein bisschen abgelenkt. Nee, halt. Den Laser noch nicht. Erstmal die Rakete. So, perfekt. Nein. Das akzeptieren wir nicht. So, und Laser direkt auf die Schilde. 1, 2, 3. Und gleich nochmal.
Du rüber. Du dahin. Naja, zumindest werden sie stärker. So, 1142. Naja. Zumindest, die müssen doch ordentlich zulegen hier, oder? Was Kämpfen angeht? Hier, Combat Skill. Wirklich? 1 von 7? 0 von 8? 1 von 7? 1 von 7? Warum ist denn das so wenig? Das klingt aber extrem wenig, oder? Ich meine, die haben da jetzt schon, das war da jetzt schon der dritte Kampf oder sowas, den die bestritten haben. Na gut. Sei es drum. Gut, ab zum Exit. Ja, war natürlich, und natürlich, klar, alle haben sie hier einen Teleporter an Bord. Gut, dann warten wir erstmal, bis die Waffen auf... Ja, okay, da teleportiert sich natürlich jemand rüber. Wie sollte es auch sonst sein? Okay, und die Dinger sind fast durch. Ja, perfekt. Und dann feuern wir direkt auf die Waffensysteme. Bei defekten Schilden, nein, deaktivierten Schilden, so. Und ja, dann halt. Nein, dich will ich noch haben, bitte. Ja. Verdammt, Schild ist wieder da. Okay, der Kollege. Ja, die Raketen lasse ich jetzt erstmal. Hä? Hast du nicht schon ein Ziel? Nee. So, und der nächste ist dann auch der Todestreffer. Hier, schön ins Cockpit. Tschüss. So, meine können sich wieder verteilen. 3, 2, 28. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe viel Scrap. Jetzt könnte ich könnte wirklich jetzt echt mal eine bessere Waffe gebrauchen. Also Rock Controlled hat mir überhaupt nicht gefallen. Engie Controlled ist, glaube ich, cooler. Die teleportieren sich, glaube ich, nicht so viel. So, Store. Und ich habe auch was. Oder natürlich, ich gehe erstmal hier und dann zum Store. Vielleicht ist ja da noch was, wo ich noch was Scrap bekomme. Destroy and loot the ship. Verstehe. War nichts mit Destroyen, oder? So, was ist das hier? Das ist eine Combat Drone, okay. Das heißt, wir feuern erstmal da drauf. Combat Drone kann mir ja zum Glück nicht so viel anhaben. Um nicht zu sagen, gar nichts, wie es aussieht. Sehr gut. Das Ding ist hinüber. Ding ist auch hinüber. Jetzt feuern wir auf die Waffensysteme. Oh, 6 Raketen würden sie mir geben. Ja, ach komm. Hör da auf. Den machen wir so. So, jetzt gehen wir hier hin. Ah, da ist schon wieder irgendwas. Okay. Die haben keinen Teleporter. Perfekt. So will ich das sehen. So, du feuerst erstmal direkt auf die Schilde und danach, wenn das geklappt hat, auf die Waffensysteme. Hat geklappt, aber damit wir nochmal die Schilde unter Beschuss nehmen. Und jetzt die Waffensysteme. Mann, ey. Möchten wir das akzeptieren? Nö, diesmal nicht. Ja, habt ihr die Schilde nochmal repariert bekommen? Ja, tun sie. Aber das war wahrscheinlich auch das letzte Mal. Die Waffen sind ja schon weg. Keine Chance, sehe ich da. So, perfekt, hinüber. Und was kriegen wir? Ja, vor allem sehr viel Scrap, perfekt. 182, das ist wunderbar. Oh, hier gibt es gleich 2. Wir gehen erstmal zu dem hinteren, gucken mal, ob da irgendwas Spannendes ist.
Page 2. Ah, endlich hat hier einer was. Laser. Ein Dreier-Laser. Ach, wir haben nur einen Zweier-Laser. Ist ja genial. Hier ist ja noch ein stärkerer Laser. Alter Schwede. 4 Power benötigt er. Ist ja unnormal. 5 Shots. Okay. Okay, das ist übel. Was war das hier nochmal? Ach ja, stimmt, stimmt. Richtig, aber das braucht halt auch Raketen. Ich will jetzt nicht noch was haben, was Raketen benötigt. Was macht der Spaß hier? Ach ja, okay, das deaktiviert Systeme. Kann aber nichts. Ja, okay, verstehe, verstehe. Nee, ich nehme mal den fetten Laser hier mit. Was gab es hier noch Spannendes? Nichts, wa? Mhm. Aha, nee. Das finde ich nicht so schön. Wir reparieren natürlich trotzdem. Ich nehme den dicken Laser mit. So, wunderbar. Oben haben wir noch alles genug. So, und wenn ich den hier aktivieren will, ich kann das hier deaktivieren und könnte theoretisch Artemis deaktivieren. Und dann bräuchte ich aber immer noch 2. 1, 2. Ich könnte sogar noch einen holen. 3. Gut. So, jetzt habe ich 3. Das heißt, ich könnte jetzt entweder Artemis oder den hier noch aktivieren. Hä? Wie? System Upgrade. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich muss auch Weapon Control noch upgraden. Ja, das war natürlich blöd jetzt. Das war natürlich blöd. Oh man, vor allem muss ich das Ding um 4 upgraden. Das ist ja... Das ist ja so unfassbar teuer. Gut. War nicht das Glückste, was ich hier gemacht habe. Aber egal. Das wird übel. Nee, ich muss hier hin. Auch wenn ich das schon... Auch wenn ich da schon war. Aber sonst komme ich, glaube ich, in die unschöne Gegend.